So, damit begrüße ich euch zu meinem 11. Adventstürchen. Das ist ein Xbox-Spiel, wie ich das schon gestern angekündigt habe. Test Drive Overdrive. Für die Xbox, wie gesagt. Und ja, in Test Drive habe ich bislang nur die ein Offroad-Teil gespielt und der war nicht allzu schlecht. Und welches habe ich noch? Ich glaube, ich habe noch Test Drive Unlimited 1 und 2 und sowie Test Drive Ferrari Legends. Ferrari Legends spielt sich da eher wie Need for Speed Shift, ist von den gleichen Entwicklern und hat auch etwa die gleiche Steuerung. Und Unlimited findet auf. ist so ein Forza Horizon Vorläufer sozusagen. Okay, von Overdrive habe ich keine Ahnung. Also, ich wähle jetzt einfach mal das Einzelrennen und da gibt es mehrere Modi. Ich nehme jetzt einfach mal einen Runden. Das wird wahrscheinlich ein Rundkursrennen sein. Wir können wählen zwischen San Francisco und das war es dann auch schon. Wir haben auch nur die Strecke 2. Und Fahrzeuge. Was für Fahrzeuge haben wir? Wir haben einen Plymouth Hemi-Guta. Wir haben einen Pontiac GTO. Und einen Chevrolet Camaro Z28. Einen Toyota Supra. Einen Chevrolet Chevelle SS454. Einen Lotus Elise. Ja, das sind die Fahrzeuge. Alles relative, also das hier sind Muscle Cars, das ist ein japanischer Tunerwagen, noch ein Muscle Car. Dann haben wir noch einen Exoten, Lotus Elise und ja, ich nehme mal den Elise. Man kann noch die Lackfarbe ändern, grau, rot. Eigene Farbe, so wie es aussieht, und das weiß ich nicht. Ich nehme einfach mal gelb, das passt schon. Dann ich wähle Automatik, weil schalten muss ich dann sowieso mit relativ blöden Kombinationen und das möchte ich nicht unbedingt. Also, dann versuchen wir es mal hier. Okay, ich dachte eigentlich, dass das Auto besser in der Kurvenlage wäre. Ich wurde disqualifiziert. Okay, interessant. Das ist ein absoluter Arcade Racer, wie man das gut sehen kann. Beschleunigung ist absolut unreal. Schanzen gibt's. Dankeschön. Vollidiot. Verkehr gibt's. Ein Time Limit gibt's. Das hat dort einfach überhaupt keine Stärke, so wie es aussieht. Aber ist ja logisch, ist ein relativ kleiner. Aber überhaupt nicht wendiger Wagen. Das überrascht mich. Normalerweise sind Lotus immer sehr wendig. Aber hier ist dem nicht so. So, das ist das Ziel, wie viele Runden gibt's da? 3 oder so. Boah, das habe ich jetzt nicht gesehen. Blöde Bäume. Wow, Alter.
Alter, lasst mich doch in Ruhe. Na dann richtig grausigen Gummiband-Effekt. Entweder bin ich viel schneller als die anderen oder viel langsamer. Irgendwas von beiden. Boah, die Musik geht ja einem richtig auf den Sack. Also ich habe gehört, es ist einfach sehr viel Hip-Hop in diesem Spiel. Aber zum Teil auch Radio-Hits, wie ich gemerkt habe. Lieder, die ich sogar gekannt habe. Zumindest eines davon habe ich gekannt. Oder habe ich schon mal gehört von irgendwo. Ich glaube sogar im Radio. Ist ja auch bei Juice nicht unbedingt anders. Da habe ich auch schon Radio-Hits gehört, die aus dem Juiced. Ja, natürlich. Der Baum hat einen Widerstand von keine Ahnung. Ah, leck mich. Ich wusste gar nicht, dass es 3 Runden geht. Ja. Wir gehen jetzt einfach weiter. Schade, ich hätte das Ganze eigentlich noch rocken können, aber da habe ich einfach zu viel Zeit verloren. Satnav-Herausforderung, Jagd mit Polizei, Trägerrennen. Nehmen wir mal gerade Strecke. San Francisco, Tokio, Monte Carlo. Nehmen wir Monte Carlo. Monte Carlo Strecke 3. Diesmal nehme ich mal den Supra. Wow, mal etwas Rockiges im Hintergrund. Oder zumindest rockiger. Sagen wir es mal so. Wow, das Auto hat ja einen echt langen ersten Gang. Ist mega leise. Das Handling ist aber nicht schlecht. Alter. Entschuldige. Mit diesem Fahrzeug habe ich keine Chance gegen die anderen, so wie es aussieht. Die sind viel schneller. Absolut keine Kraft dagegen. Nee, absolut keine Chance. Ich habe absolut keinen Speed. Ah! Ganz gut. Ganz gut.
Ich hab keinen Speed. Einfach keinen. Der Toyota scheint für diese Gruppe einfach kein gutes Fahrzeug zu sein, sagen wir mal so. Oh, verdammt. Das Spiel ist echt leise, vielleicht muss ich mal die Audio-Optionen anpassen. Ich habe einfach null Speed. Absolut null. Zum Heulen. Schaut euch mal an, wie die beschleunigen. Ich hab da nicht. Geht einfach nicht. Alter! Vollidiot. So, vielleicht noch einen weiteren Checkpoint. Das soll Monte Carlo sein. Man hört das Auto einfach mal gar nicht. Alter, mach da vorne mal einen Unfall hier. Nicht ich. Ich stehe auch ganz dumm da. Meine Güte. Oh, und schon wieder verloren. Ah, ne. Erster. Genau zeitgleich. Ja, gut, also. Schaut euch mal diese Gegner an. Ein Jaguar XJ220, ein TVR. Cabrera. Da fehlt ein R. Da fehlt garantiert ein R. Cabrera Speed 12. Ja, gut, dann war das logisch, dass ich keine Chance hatte. Und trotzdem habe ich es irgendwie noch geschafft zu gewinnen. Wow. Okay, das war jetzt gut. Also das haben wir mal A nach B Rennen gezeigt. Ich glaube, für ein Rennen reicht es noch. Wir nehmen die Sattner-Herausforderung. Auch da gibt es nur San Francisco. Strecke 1. Und diesmal... Ja, ich habe einfach 4 Muscle Cars, die ich einsetzen könnte. Ich nehme die Camaro. Lackfarbe. Ja, das gefällt mir. Nehmen wir so. Aber das ist gut, dann hätte ich zumindest die Türchen 10 und 11 heute geschafft. Das ist schon mal gut. Okay. Weg da. Zeigt mir die Richtungsänderung auch sehr, sehr spät an. Aber das ist wohl Sinn und Zweck der Sache. Ja, auch gut, dass ich gebremst habe, so. Okay, dadurch. Oder auch nicht. Muss es unbedingt dieser Parkplatz sein?
Ernsthaft? Das sieht man überhaupt nicht. Gut, für mich ist das Spiel auch ganz neu. Ich habe das noch nie angefasst. Daher müsst ihr mir das verzeihen. Okay. Nächster Checkpoint. Kommt der irgendwann mal? Bei den roten Dingen sieht man zumindest, da darf ich nicht durch. Das hilft. Auf jeden Fall. Boah, verdammt, das Tram hat mich noch gerammt. So, nächster Checkpoint. Das zeigt wirklich so mega spät an. Alter, jetzt hör mal mit dem Scheiß auf. Ich muss immer links bleiben, so wie es aussieht. So, nächster Checkpoint. Ist jetzt bald mal Schluss. Das ist mit Abstand beste Fahrzeug gewesen. Da ist das Ziel. Endlich. Hat ja lang genug gedauert. So, geschafft. War zwar relativ langsam, aber ist geschafft. Gut, damit würde ich mal sagen, ist genug gespielt für heute. Man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich viel Spaß und tschüss, ne?